Ja, ist auch mal schön, wenn keiner quasselt, ne? Hey ho und herzlich willkommen bei Minenarbeit Logistik mit mir, dem guten alten Vorbuddler. Ihr seht ja auch ein tolles Foto von mir, bin ich sehr gut getroffen. Okay, er ist der Typ, ne? Und auf jeden Fall möchten wir uns jetzt ein bisschen das Spiel nochmal näher angucken. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich hier 3 Mails bekommen habe. Mal sehen, was das überhaupt ist. Selbstständige Fahrer gesucht bei Transinet in Dortmund. Da waren wir glaube ich sogar schon. Da haben wir sogar schon mal, glaube ich, irgendwas abgeliefert. War das nicht dieser Hühnerstall oder was? Ne? Benötigen Sie Geldmittel? Wir können helfen. Ja klar, mit der Bank muss ich mich jetzt einlassen. Nein, danke. Brandneue MAN-LKW eingetroffen. Das ist gut. MAN, das ist, glaube ich, ne? Richtig fettes Maschinchen. Was heißt das? Maschinen Augsburg-Nürnberg? Ja, ich glaube Augsburg-Nürnberg-Maschinen, ne? Den gibt es auch in Dortmund. Das ist, aber, ist das jetzt extra so gemacht, weil wir auch in Dortmund unseren Startplatz haben? Oder ist das reiner Zufall? Was ist denn hier mit diesem selbstständigen Fahrer? Sind Sie an einer beruflichen Veränderung interessiert? Ja, in dem Moment ja. Ne? Für eine große Zahl der Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Mit eigenem LKW? Wie jetzt? Bitte bieten wir uns eine Vorstellung 5 pro Auftrag. Eigenes Fahrzeug verfügen. Ja, eigenes Fahrzeug verfügen. Ihr seid vielleicht lustig. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmen anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um Ihr Geschäft einen Schub zu geben? Wenden Sie sich an uns. Ja, klar, wir kriegen alles umsonst. Bitte besuchen Sie eine örtliche Bankfiliale für weitere Informationen. Sehr geehrte Damen und Herren, als zertifizierte Händler von MAN-LKW bieten wir eine große Anzahl unterschiedlicher Ausführungen und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen. Besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume in Dortmund. Oh, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf eigentlich. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer geträumt haben, könnte Sie hinter diesen Türen erwarten. Hinter diesen unseren Türen erwarten. Okay. Mit freundlichen Grüßen, Ihr MAN-Händler. Das heißt, wir sollten jetzt nach Dortmund fahren, um uns mal so einen Händler anzugucken. Es würde mich jedenfalls interessieren. Außerdem möchte ich mal wieder nach Hause kommen. Ich bin jetzt im Moment zum Beispiel gerade in Hannover. Das wisst ihr noch gar nicht. Ich bin nicht mehr in Kiel, sondern ich bin weitergefahren, habe einen schönen Auftrag angenommen bis nach Hannover. Was haben wir eigentlich hier noch so? Hier haben wir noch so ein Fotostudio. Fähigkeiten kennen wir schon, Karriereentwicklung. Ja, da sehen wir unseren Aufstieg. Wir haben also hier wirklich, wirklich einen richtig guten Aufstieg gemacht. Das dauert noch ein bisschen. Zum Enthusiasten werden wir noch 2 Touren machen müssen, so wie das, oder die 2 Level noch schaffen. Beziehungsweise 3. Hier in 1, 2, das dritte Level. Okay. Ja, gut. Zurück. Ja, die Musik ist catchy. Hier sind die LKW-Händler. Da haben wir doch, glaube ich, jetzt nur den hier in Dortmund. Seht, das habe ich auch schon mal erzählt. Man muss halt wirklich die diverse Städte so erkunden, damit man dann auf LKW-Händler freigeschaltet bekommt und die ganzen verschiedenen Firmen. Im Moment haben wir nur MAN, was ja jetzt noch nicht das Schlechteste ist. Ne? Die sind ja alle gut irgendwie, ja. Da muss man immer aufpassen, was man jetzt hier sagt. Nicht, dass er dann so wie Werbung rüberkommt. Ist ein reines Spiel, keine Ahnung. Ist mir egal, was das jetzt für ein Auto ist. Das soll halt ordentlich was unter der Haube haben. Hallo Lady, da ist eine Frau. Hey Schnucki, ich bin der Boss hier. Okay, lass mal gucken. Auftragsangebot, Tom, schnell mal gucken. Vielleicht finden wir etwas von Hannover nach Dortmund. Das wäre optimal. Wir sind hier. Das muss jetzt nicht so sein. Da ist Hannover. Ja. Orangen, 20 Tonnen Orangen. Gut. Was ist das, ein Scania oder was? Okay. Kann ich gar nicht erkennen. Nach Kassel? Nee, das ist zu puppelig jetzt hier. Nee, das ist auch ideal, das brauchen wir doch. Komm, jede Strecke ausnutzen. Ich will das ja ein bisschen... Klar, ich könnte jetzt auch irgendwas in Dortmund machen und dann wäre ich jetzt wahrscheinlich als Auftragsfahrer direkt wieder in Dortmund. Aber das ist jetzt irgendwie vom Feeling her bescheuert, weil ich bin ja jetzt von Kiel nach Hannover gefahren und jetzt möchte ich gerne auch irgendwie hier was annehmen und dann in die Stadt zurück auch noch
Tüten, die ich auch gerne wieder möchte. Ja, fahren wir auf 20 Tonnen Orangen von Hannover nach Dortmund. Das sollte ja zu machen sein. Das ist nicht so weit. Ja, die Strecken sind bisher alle so ähnlich. Ähnlich weit. Laden, ich kann es nicht abwarten. So, wo sind wir? Wir sind hier auf so einem Hof. Es ist in der Nacht. Erste Nachtfahrt. Ich hatte gerade schon eine, ja, oder hier vor Strecke Kiel. Hannover war auch ziemlich schlechtes Wetter. Aber gut, schauen wir erstmal den Motor an. Ne? Ein Iveco ist das. Okay, so klingt also ein Iveco. Ja, Ventile klingen okay. Dieselmotor, Ventile, naja, okay. Licht. Abblendlicht vorzugsweise. Sehr gut. Ja, der ist mir, die Armaturen sind ein bisschen klein, ne? Kann man nicht gut erkennen. Dann wieder die Nahaufnahme im Navi und dann geht es schon los. 20 Tonnen haben wir jetzt drauf. Geht das überhaupt voran jetzt? Ja. Na, der kann einiges. Dann schauen wir mal. Links ist frei, rechts ist frei. Dann fahren wir mal einfach. Klock. An der Ampel fahren Sie bitte rechts. So ein bisschen wie der Fahrschule hier manchmal. Aha. Oh, die hat aber echt einen richtig coolen, entspannten Blinker, oder? Klick, klack, klick. Der ist so richtig so, mach mir nichts vor, ich weiß, wie man blinkt. So, gehst du auch automatisch aus? Ja. 50 fahren. Auch die Geschwindigkeit schon aus uns. Wir fahren wieder nach Hause, wir fahren nach Dortmund. Unsere Zentrale. Die Bremsen da vorne. Komm Leute, wer bremst, verliert. Macht mal Platz da. Oh, das habe ich befürchtet. Ein bisschen rollen lassen. Ja, super hingestellt. Sehe ich die Ampel nicht mehr. Ich kann hier auch noch die Dinger alle irgendwie wegmachen. Warte mal, wie ging das denn nochmal? Oh, grün. Dann fahren wir mal lieber weiter. Bevor hier noch gehupt wird. Erstmal wieder 50 fahren. Die. Ja, ist auch mal schön, wenn keiner quasselt, ne? Habe ich schon mal gesagt, dass ich... Oh, oh, warte, Moment, das ist kompliziert. Okay. Habe ich schon mal erzählt, dass ich das Spiel zuerst mal alleine gemacht habe, als so zu später Stunde ein bisschen Autobahnfeeling dazu, noch ein bisschen so Podcast hören oder sowas. Eignet sich ja sehr gut dazu, ja? Komm, lassen wir noch ein bisschen ausrollen. Aber Leute, kommt ja mal in Schwung hier. Was soll denn das? Jetzt soll ich hier am Berg anfahren. Oh. Ja. Bin aber richtig, ja? Okay, dann schalte ich das Navi mal eben auf ein bisschen Fernsicht, damit ich mehr Reaktionszeit habe. Da kommt eine Tanke. Brauchen wir eine Tanke? Nee, das ist alles abgestimmt. Tanken müssen wir noch gar nicht selber. Ist wirklich so. Bisher war das immer so. Was haben die denn hier für eine Beleuchtung? Das gehört zu diesem Tankstellenbereich. Ich wollte schon gerade sagen, wir sind doch hier nicht in Belgien. In Belgien haben die doch überall noch die Autobahnen da so beleuchtet. Ist das eigentlich immer noch so? Ich bin da schon lange nicht lang gefahren. Oh, fahr so schnell. Ich habe immer noch kein Knöllchen kassiert. Eigentlich fahre ich viel zu brav. Ich müsste eigentlich mal was riskieren.
Können wir noch machen, müssen wir auch noch machen, wenn die Zeit mal knapper wird. Und ich meinen eigenen LKW habe. Ist Montag 23.49 Uhr. So. Die Zeit verläuft schneller als Tracker. Ja, es gibt auch ein Radio in dem Spiel, aber damit habe ich mich immer noch nicht befasst. Ich weiß gar nicht, wie das geht und ob das überhaupt erlaubt ist. So, ich habe jetzt natürlich Bedenken. Ich muss mir das, aber muss mir das nochmal genauer angucken. Vielleicht gibt es da irgendwelche vorgefertigten Playlists, wo man copyright-freie Musik dann abspielen kann. Ich habe ja jetzt hier keine Lust, so für so eine Hintergrundmusik irgendwie dann mal geblockt zu werden oder sowas. Oder gesperrt zu werden. Das ist schon alles vorgekommen. Typischerweise machen das Leute gerne, die streamen und lassen im Hintergrund irgendwas laufen, was ich im Grunde schon lächerlich finde, weil jeder zu Hause kann sich eigentlich seine Musik noch dazu anmachen, die er möchte, und das muss der Let's Player da nicht machen oder der Streamer. Da muss man auch mal so ein bisschen nachdenken, ey, weißt du, und das ist heutzutage einfach nicht so lustig. Und dann laden die es auf YouTube hoch und dann ist da im Hintergrund, da denkt man auch gar nicht drüber nach dann, ne, wenn man sich sowieso schon keine Gedanken macht über sowas. Und dann werden sie gesperrt, ne, weil im Hintergrund noch auf irgendeinem Stream-Video so ein Sound zu hören ist. Naja, gut, Streaming wollte ich ja auch mal reingucken. Bisher ist das noch überhaupt kein Thema gewesen für mich. Es hat sich einfach noch nicht ergeben. Das plane ich zwar schon so ein bisschen länger, das mal zu machen, aber es ist im Moment einfach nicht mein Ding. Und ich habe auch keine Zeit dazu. So kann ich halt wirklich viel besser sehen. Ja, komm, hier kannst du mal eben ein Stündchen was aufnehmen. So Filmmedium ist einfach mein Ding auch mehr als dieses Live-Streaming. Aber auch, dass ich mache gerne mal so Sachen, wo ich dann eigentlich meine Vorbehalte habe. Und dann mache ich das trotzdem mal einfach, um mal zu wissen, ob das denn wirklich so ist. Einfach mal als persönliche Herausforderung mal dazulernen, mal gucken und sich wirklich eine Meinung bilden. Und Streaming ist definitiv ein interessantes Medium, das ist schon klar, aber ob das jetzt für mich so wirklich richtig geeignet ist, das müsste ich dann auch erstmal ein bisschen ertesten. Und sicher würde ich das auch wieder so machen, ja, auf meine Art, sag ich mal. Wow. Das ist eine gute Strecke hier. Das ist schön in der Nacht so. Hey. Ja, manchmal meint man, man hat so kleine Geschwindigkeitsunterbrechungen hier. Es scheint so ein bisschen zu lecken manchmal, ne? Ganz minimal. Da war wieder ganz kurz. Weiß nicht, woran es liegt. Könnte ich vielleicht auch nochmal in den Optionen nachgucken, ob ich vielleicht irgendwas an der Grafik oder vielleicht nochmal die Framerate feststellen oder sowas. Aber es sind so kleine Nebensächlichkeiten. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so besonders störend. Hauptsache, wir haben das Motorengeräusch unter unserem Hintern. Das vibriert dann auch so, ne? Da kriegt man auch so eine Backenmassage. Bin ich überhaupt noch richtig? Ich rede hier irgendwie über Gott und die Welt. Wozu braucht ihr Radio, wenn ihr mich habt? Nee, ich rede über Gott und Welt und achte überhaupt nicht mehr auf den Weg. Fahr einfach mal so. Hannover-Dortmund ist auch wirklich nicht kompliziert. Das geht eigentlich wirklich nur geradeaus. Das sind die A2, glaube ich. Ist das hier die A2? A2, tatsächlich. Da steht's. Huch. Bin ich auf den weißen Streifen gekommen? Abgefahren ist es.
Oh. Das habe ich mich voll erschreckt, weil ich rückwärts... Die Kamera war rückwärts. Oh, ich glaube, ich muss abbiegen. Aber das ist so... Oh, lass mal gucken. Das ist, glaube ich, so eine Schleife wieder. War hinter mir nicht gerade noch ein Auto? Wo ist denn das jetzt geblieben? Ist das wegen mir in den Graben gefahren? Mach keinen Quatsch. Ich glaube, das ist so eine Schleife da jetzt. Ja, da muss ich dann wieder geradeaus fahren und dahinter dann wieder diese 40er-Schleife fahren. Ja. Aber die sind ja lästig. Die könnten auch mal schreiben, welches Autobahnkreuz das jetzt ist. Es gibt ja so Kamener Kreuz und sowas. Oh, hier bremse ich mal lieber. Komm, geh mal ein bisschen vom Gas. Hier ist gleich 40. Wetten? Wetten? Was wetten wir? Wie? Nicht? Hier ist gar kein Schild gewesen. Hier sind wir noch 80. Wieso ich mit 80 über die Kurve kommen? Die haben doch hier vergessen, das Schild einzubauen, wenn du mich fragst. Das ist doch so eine Auffahrt wie sonst überall. Jetzt haben wir sogar einen Bug gefunden. Kannst du mal sehen. Oh, ich fahre, glaube ich, ein bisschen zu sehr über den Graben da. Ne? So, da ist jetzt wieder was. Da kommt wieder was. Ich glaube, ich bleib mal rechts. Ich muss ab und dann links rüber. Ich das richtig erkennen kann. Kassel-Dortmund auf jeden Fall. Dortmund ist gut. Ihr erinnert euch, da wollen wir hin. Und da kommen wir auch her. Ja, hier müssen wir abbiegen. Langsam, mal gucken, noch 100 Meter. Okay. Dann hier links abbiegen. Wo geht's denn hier lang? Oh, da. Herrgott. Ja, ganz schön geschaukelt. Achtung, hier ist nur 60 erlaubt. Nee, das hat ganz schön geschaukelt gerade. Da war ich etwas zu schnell. Mit dem Schleudern gekommen. Oh, da kommt aber jetzt noch was auf uns zu. Da müssen wir noch ein paar Mal irgendwie abbiegen. Jetzt erstmal an der Tanke vorbei. Benzin ist auch nicht unser Problem. Alles okay. Ich habe alles im Griff hier. Jetzt kommt gleich ein Abzweig. Den sollten wir schon hin. Ja, nach Dortmund. Ah! Oh, da ist der ja schon. Da ist der ja schon. Ach du meine Güte. Ach du Herrje, das ging aber schnell. Oh. Gott, oh Gott. Ah, ich hab's wieder gerettet. Ja, klar, erst fahre ich in den Sand, ne? Und dann rette ich's. Immerhin. Da sehe ich unsere Zielflagge. Oh, vielleicht sollte ich doch mehr auf die Straße schauen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Jetzt bin ich wahrscheinlich schon zu lang gefahren. Langsam werde ich ein bisschen wackelig. Oh, fahrst du schnell? Ich will kein Knöllchen. Ich will hier maximales Geld. Warum blinke ich? Weiß ich nicht. Falscher Knopf. Ich gehe mein Navi wieder nah dran. Oh, fahr zu schnell. Oh Gott, das... Lass mal lieber gucken, lass mal lieber vorsichtig fahren. Jetzt ja nicht nochmal so ein Desaster-Abzweig da. Geradeaus, gut. Geradeaus. Das scheint da schon zu sein, da geradeaus. Vorfahrt haben wir. Hier rechts rein. Auf den Hof. Ich glaube schon. Hoffentlich ist alles heil geblieben bei unserer Rüttelei. Ist gut möglich, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. So, schauen wir mal nach. Ich will... Was? Da gibt es nur 40 Punkte für. Ja, müssen wir trotzdem machen. Scheint ja leicht zu sein. Da vorne rein, okay. Passt das denn hier? Ach, wie soll ich da denn reinkommen?
Okay, noch ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach vorne. Haben wir noch ein bisschen Platz, komm. Ganz knapp mache ich das jetzt. Und anhalten. Und zurück. Und einlenken hier. Einlenken, einlenken. Noch mehr rüber. Komm rum, komm rum, komm rum, komm rum. Haben wir hinten kein Licht? So bin ich gut drauf. So bin ich gut. Ja, weiter, weiter, weiter. Und wieder gerade. Gerade, gerade. Oh. Na, ist nicht ganz so schön. Aber wieder zurück. Jetzt sind... Ja doch, guck mal. Es geht ganz gut. Es geht ganz gut. Oh, kriegen wir noch schön hin. So, wir wollen jetzt langsam... Oh, sehr gut. Sehr gut. Stopp. Yeah. Klasse. Und wir sind zurück in Dortmund. Ausgezeichnet, natürlich. Orangen sind halt angekommen. Keine Strafen bezahlt. Nein, alles wunderbar unbeschädigt. 92 sogar Bonus. Ist cool. 40 Erfahrungspunkte. Aber sind immer noch auf Level 2. Ja, ist schade. Weil es nur 40 Erfahrungspunkte gegeben hat jetzt hier gerade. Okay, das ist aber gut. Also haben wir jetzt noch keine Levelpunkte zu verteilen. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Aber wir können bei der nächsten Folge dann auch wirklich jetzt mal den Händler aufsuchen und uns das angucken mit den Autos. Für heute erstmal Feierabend. Genug mit Euro Truck Simulator 2. Und deswegen, ja. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mich das bitte wissen, indem ihr einfach auf den Like-Button haut und einen schönen Kommentar hinterlasst, was euch so einfällt. Ne? Außerdem schön in den sozialen Netzwerken teilen und dem Kanal folgen, falls ihr es noch nicht tut. Und ich sage mal, hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin erstmal bleibt sauber und habt viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.